Die Studie ist nur so gut wie die Person, die sie selbst gefälscht hat. Klar, man kann argumentieren, Stoff und dies und das, aber Leute stoffen heute nicht weniger als damals. Wenn jemand anfängt zu trainieren, kann der auf Händen im Fitnessstudio rumlaufen, wird der Muskeln aufbauen. Jeder von euch hat mittlerweile unzählige Studien auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube gesehen. Mir geht's auch so und ich war lange, lange ein großer Fan von dieser ganzen Studiengeschichte in Bezug auf Bodybuilding und Gesundheit. Aber heute sprechen wir mal darüber, wieso ich mittlerweile nicht mehr der Meinung bin, dass man sich auf diese Studien verlassen kann. Viel Spaß! Um zunächst mal zu verstehen, wie so eine Studie funktioniert, versuche ich euch mal ganz, ganz grob zu erklären, wie so eine Studie aufgebaut ist. Nehmen wir das Beispiel Süßstoff. Süßstoff wurde in den letzten Jahrzehnten unheimlich groß dokumentiert, untersucht und Studien daraus gemacht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass ein Riesenkonzern, sagen wir mal Coca-Cola, unbedingt mehr Zero-Produkte auf den Markt bringen will, weil es offensichtlich gesund ist, weil man weniger Zucker zu sich nimmt. Jetzt hat Coca-Cola gesagt, okay, pass auf, wir suchen uns 10 Wissenschaftler und diese Wissenschaftler untersuchen die Auswirkungen von Süßstoffen. Dann legt man 1 Million Dollar auf den Tisch und sagt, okay, ihr 10, ihr kümmert euch jetzt darum, dass wir 1000 verschiedene Probanden haben, die Süßstoffe konsumieren und nicht konsumieren. Also sagen wir 500, 500. Dann werden diese Untersuchungen gemacht. Die eine Gruppe benutzt 8 Wochen lang Süßstoffe, die andere nicht. Und natürlich denken sich die Doktoren und die Universität oder wer auch immer diese Studie durchführt, okay, wir bekommen 1 Million Dollar. Das sollten vielleicht nicht die letzten 1 Million Dollar sein, die wir bekommen. Also versuchen wir natürlich die Ergebnisse so hinzurichten, dass es für alle schmackhaft ist. Jetzt hat man herausgefunden, dass diese Süßstoffe krebserregend sind. Das ist ja erstmal eine ziemlich schlechte Nachricht. Also das würde ein Doktor vielleicht nicht unbedingt auf den Tisch bringen, wenn er nochmal 1 Million Dollar verdienen will. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob Doktoren die Wahrheit auf den Tisch bringen sollten oder geldorientiert, vermögensorientiert handeln. Das steht aber auf einem anderen Papier. Jetzt kam raus, es ist krebserregend. Aber erst ab 2177 Liter Cola pro Tag. Jetzt kann man 2 Dinge daraus machen. Erstens, man kann sagen, ja, Süßstoffe sind krebserregend. Sind sie, auf dem Papier, ganz klar. Oder man kann sagen, nein, es ist nicht krebserregend, denn erst ab 2000 plus Liter Cola wird es krebserregend. Jetzt kann man das so und so formulieren. Es gibt Leute, die formulieren das, Süßstoffe sind krebserregend, die Studien und die News dazu kennt jeder, das ging viral im Internet und dann gab es natürlich die gegenseitige Aussage, das ist erst krebserregend bei 2000 plus Liter. Ihr könnt also sehen, dass eine Studie sich entscheidet, wer sie durchführt, wer der Geldgeber ist und wie man die Aussage in die Öffentlichkeit trägt. Ich glaube, so kann man es sagen. Und wenn wir das Ganze mal ummünzen auf dieses Bodybuilding-Ding, ist die Sache ähnlich. Ich würde nicht sagen, dass es da wirklich große finanzielle Driver gibt, außer mit einer kleinen Ausnahme und das ist Muskelaufbau an sich, denn es gibt ganz viele Krankheiten, die Muskelschwund begünstigen und, und. Da gibt es natürlich dann wahrscheinlich auch Kliniken oder Ärzte, irgendwelche Menschen, die unbedingt auf dem Papier haben wollen, dass X und Y zu Muskelaufbau führt oder zu weniger Muskelschwund, was auch immer. Das gilt nicht nur für Medikamente, sondern auch für Training an sich. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Wir wissen jetzt ungefähr, wie Studien aufgebaut sein können. Das gilt nicht für alle, bitte nicht falsch verstehen. Aber häufig ist es so. Und jetzt gehen wir mal in Richtung Bodybuilding. Wir haben so viele Studien gesehen von Full Range of Motion, Partial Reps, also hauptsächlich in der gedehnten Position. Man muss stärker werden, wenn man Muskeln aufbauen will. Und so weiter. Es gibt mittlerweile, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Studien ich gesehen und gelesen habe in den letzten 2, 3 Jahren, die rund um dieses Thema gehen und es hört nicht auf. Es kommt jeden Tag, kein Scheiß, jeden Tag irgendwas Neues raus. Entweder um eine alte Aussage zu widerlegen oder um irgendetwas Neues herauszufinden.
Fakt ist aber, und jetzt kommen wir mal zum springenden Punkt, das ist die These, auf die sich die Oldschool-Bodybuilder immer verlassen, was früher geholfen hat, hilft heute auch. Und ich muss sagen, das ist nicht so falsch. Man kann natürlich argumentieren mit, ja, früher war das Rad auch noch viereckig, heute ist es rund und heute macht es mehr Sinn, natürlich. Es gibt mit Sicherheit auch Trainingsmethoden, Trainingstechniken und Herangehensweisen, die mit Sicherheit besser sind als vor 40 Jahren. Das ist der ganz normale Gang der Entwicklung und der Wissenschaft, ist auch völlig okay, aber es wird viel zu viel auf diese Studien gesetzt. Um das mal in konkreten Worten auszudrücken, es gibt eine Studie, sagen wir mal 20 Probanden, 10 trainieren X, 10 trainieren Y. Und man hat herausgefunden, dass Gruppe X mehr Muskel aufgebaut hat als Gruppe Y, so im Durchschnitt. Nicht jeder, aber so eine gute Handvoll hat mehr Muskeln aufgebaut als die andere Gruppe. Jetzt geht man davon aus, dass Methode X die bessere war als Methode Y. Was man aber nicht untersucht hat, ist, was genau sind es für Menschen? Wie leben diese Menschen? Wie sehr achten diese Menschen auf sich? Wie viel Trainingserfahrung haben die? Wie intensiv sind die wirklich an die Sache rangegangen? Und da gibt es so viele Faktoren, die man teilweise in Studien nicht berücksichtigt und auch nicht berücksichtigen kann. Sonst müssten wir irgendwie Studien mit eineigen Zwillingen machen, die ihr Leben lang alles gleich gemacht haben. Das funktioniert faktisch nicht. Wir haben also eine Personengruppe von x beliebigen Menschen. Manchmal sind es Sportler, manchmal sind es andere Menschen. Ihr wisst, was ich meine. Also der Ausgangspunkt der einzelnen Menschen ist schon so unterschiedlich, dass es unheimlich schwierig ist, dieses Blatt Papier, diese Studie, die dabei rauskommt, auf dich als individuelle Person runterzumünzen. Das funktioniert so nicht. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, und das ist auch der Grund, wieso ich das Video heute hier mache, die Studie von du musst stärker werden, um mehr Muskeln aufzubauen, ist wahr, wenn es um die ersten paar Jahre im Kraftsport geht. Ich stimme absolut zu, dass man kräftig werden muss bei Kniebeugen, beim Rudern, beim Bankdrücken, bei allen wichtigen, essentiellen Übungen sollte man ein gewisses Kraftniveau entwickeln, denn mehr Kraft bedeutet, man kann mehr Gewicht bewegen. Mehr Gewicht auf mehr Wiederholungen in korrekter Ausführung führt in der Regel zu mehr Muskelwachstum. Soweit, so gut. Jetzt rufe ich aber mal einen Ronnie Coleman in Erinnerung, einen Branch Warren, einen Johnny Jackson. Wer diese Menschen nicht kennt, ist es sehr wert, mal Google anzuschmeißen und diese drei Namen zu googeln. Ich nenne sie nochmal Ronnie Coleman, Branch Warren und Johnny Jackson. Ich würde bei Gott nicht behaupten, dass die sauber trainiert haben. Ja, die haben Kurzhantelseitheben gemacht. Das ist die Übung, die heute absolut verrufen ist und total schlecht und damit baut man nichts auf. Seilzug auf Hüfthöhe und im perfekten Winkel und ist viel besser. Fakt ist aber, dass die Jungs wahrscheinlich die dicksten Schultern hatten, die jemals in dieser Menschheit gesehen worden sind. Wie ist das möglich? Klar, man kann argumentieren, Stoff und dies und das, aber Leute stoffen heute nicht weniger als damals. Sie trainieren anders und ich will nicht sagen, dass sie heute schlechter sind als damals, sind sie faktisch nicht. Wir haben sehr gute Sportler mittlerweile. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass wenn Studien gemacht werden, diese Studie vielleicht gar nicht auf dich anwendbar ist. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Info. Es gibt mittlerweile sehr viele, viele, viele Trainer und Coaches, die sich rein auf dem Papier stützen. Und es ist in dem Anfangsstadium eines Trainierenden auch okay. Denn ganz ehrlich, wenn jemand anfängt zu trainieren, kann der auf Händen im Fitnessstudio rumlaufen, wird der Muskeln aufbauen. Der muss nicht sauber trainieren, der muss nicht schwer trainieren, der muss nur irgendwas machen, hat der Erfolge. Das ändert sich aber spätestens ab dem 5. Jahr intensivem Training. Da muss man schon wirklich rausfinden, was tut der Person gut, was muss sie wann genau machen, wie intensiv, was muss sie essen, wie muss sie regenerieren. Und das ist von Mensch zu Mensch immer unterschiedlich. Da gibt es keine Studie, die sagt, du musst genau das und das und das tun. Studien können dir einen guten Leitfaden geben, um dir zu erklären, was du grundlegend tun solltest und was du nicht tun solltest. Als Beispiel, dazu braucht man noch keine Studie, das ist rein logischer Menschenverstand. Du solltest weniger Pizza essen und mehr gesunde Lebensmittel. Du solltest weniger unverarbeitete Lebensmittel essen und dafür mehr saubere, am besten noch lokale Lebensmittel, die naturbelassen sind. Ist meiner Meinung nach auch klar. Und selbst da streiten sich die Leute wegen Studien drüber. Natürlich würde Nestle keine Studie unterstützen, die sagt,
dass verarbeitete Lebensmittel schlecht sind, denn Nestle macht viel verarbeitete Lebensmittel. Von Joghurt über Softdrinks zu Ready-to-Eat-Lebensmittel. Nestle ist eine der größten Firmen auf dieser Welt, Leute, vergesst es nicht. Die machen Milliarden nur mit abgefülltem Wasser. Und das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, der Nestle tut. Und natürlich bezahlen die sehr viel Geld, um Studien ins Laufen zu bringen, die ihre Produkte fördern. Ob das jetzt ein High-Protein-Joghurt ist, das sind grundlegend keine schlechten Dinge, aber es geht wesentlich besser. Das geht weiter über Veganismus, Vegetarier, also fleischessende Menschen. Es gibt für alles und jeden eine Studie, die befürwortet, was sie tun. Fakt ist aber, und jetzt kommen wir zur Essenz des Videos, ihr werdet herausfinden müssen, was euch gut tut, selbst wenn es einer Studie widerspricht. Patrick Thur hat mir vor 10 Jahren schon gesagt, und den Spruch vergesse ich niemals, die Studie ist nur so gut wie die Person, die sie selbst gefälscht hat. Da steckt so viel Wahrheit drin und ich habe es bis heute nicht vergessen, weil eben so viel Wahrheit drin steckt. Ihr könnt euch zu jedem Thema 5 verschiedene Studien raussuchen, die 5 verschiedene Aussagen treffen und 5 verschiedene Herangehensweisen stützen oder nicht. Jetzt ist das Video relativ lange geworden, um euch mal in Erinnerung zu rufen, dass ihr euch mal auf euch selbst konzentrieren sollt, dass ihr euch selbst kennenlernen müsst oder ihr gemeinsam mit eurem Coach gewisse Dinge erarbeiten müsst. In meinem Beispiel, und das ist ein konkretes Beispiel, Süßstoffe an und für sich sind nicht schädlich, also sie bringen euch nicht unmittelbar um. Süßstoffe verändern auch die Verdauung. Durch Studien weiß man mittlerweile, dass es ins Positive und ins Negative gehen kann. Also Süßstoff ist an und für sich nichts Schlechtes. Also man kann es nicht einfach als schlecht titulieren. Es macht Dinge, von denen wir noch nicht ganz genau wissen, was es ist und wie es funktioniert. Aber wir wissen, Süßstoffe sind nicht schädlich. Auf dem Papier. Jetzt hatte ich trotzdem Kunden, die ab und zu ein bisschen Blähungen haben, Verdauungsprobleme und Durchfall und sowas. Und ich habe mit, ich glaube, 4 verschiedenen Kunden einen Test gemacht. Eine Woche keine Süßstoffe zu benutzen und dann 2 oder 3 Tage sehr viel Süßstoffe. Und zu 100% alle von diesen 4 hatten weniger Probleme mit weniger Süßstoff. Dafür aber viel mehr Probleme bei viel Süßstoff. Das sagt mir, dass Süßstoffe in der Regel nichts wirklich Positives sind. Es kann die Diät erleichtern, es kann Trinken angenehmer machen oder manche Speisen angenehmer machen zum Süßen. Aber nach wie vor zähle ich Süßstoffe nicht als positives Lebensmittel. Zugegeben, ich konsumiere auch Süßmittel, ob das jetzt in meinen Supplements ist oder in meinem Trinken oder in meinem Joghurt, den ich abends esse. Aber nochmal, auch wenn es auf dem Papier steht, sind Süßstoffe vielleicht nicht die beste Idee. Ich will gern eure Meinung dazu wissen, wie ihr zu Süßstoffen steht. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Persönlich würde ich jedem Wettkampfsportler in den letzten Wochen abraten, Süßstoffe in großen Massen zu konsumieren. Wenn du es verträgst, kannst du es natürlich machen, wobei immer so ein kleines Augenzwinkern dahinter stehen muss, ob das wirklich so gut ist, wie man denkt. Also man sollte es ständig und stetig hinterfragen, ob das das Richtige ist. Wenn es sein muss, kann man Süßstoffe mit Sicherheit verwenden, da spricht nichts dagegen. Wenn es aber in große Massen geht, sollte man vorsichtig sein. Fakt ist, nach wie vor wissen wir nicht, was Süßstoffe auf Dauer machen, weil wir den Mechanismus dahinter noch nicht ganz verstehen. Liebe Leute, das Thema Studien wird immer größer und ich hoffe, dass ihr ab und zu die Augen und Ohren offen haltet, wenn ihr irgendwas seht, was euch persönlich, euer Bauchgefühl so ein bisschen dem widerspricht. Und ihr dann für euch selbst entscheiden könnt, okay, das macht Sinn und das macht keinen Sinn. Manchmal kann man eine Studie in den Mülleimer werfen, wenn der eigene Menschenverstand und die Logik dahinter nicht ganz übereinstimmt. Ich denke, das war ein gutes Wort zu diesen Studien. Passt auf, lasst euch nicht von jemand x-beliebigem erzählen, was für euch gut ist. Das wisst ihr und das weiß euer Coach in der Regel am besten. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen aufgeklärt und zum Denken angeregt. Dafür war es da. Es war heute leider weniger Unterhaltung. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Vergesst nicht, ein bisschen Support und Liebe dazulassen. Eure Meinung ist mir an der Stelle ganz wichtig, was ihr von Studien, von Süßstoffen, von anderen Herangehensweisen haltet. Old School versus New School kann man das nennen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Euer Mike.